Thomas und Percy sind gute Freunde. Aber manchmal zieht Percy Thomas damit auf, dass er Angst hat. Und das gefällt Thomas überhaupt nicht. Eines Abends schlummerte er zufrieden im Depot, aber Percy wollte sich unterhalten. Wach auf, Thomas, oder träumst du von damals, als du dachtest, ich wäre ein Geist? Bestimmt nicht. Und außerdem habe ich nur so getan, als hätte ich Angst. Ich wusste, dass du es bist. Percy zog ihn weiter auf. Hoffentlich lässt der Schaffner heute Nacht das Licht für dich brennen. Wozu? Fragte Thomas. Ich fühle mich wohl im Dunkeln. Ach wirklich? Rief Percy. Das überrascht mich aber. Ich dachte immer, du würdest dich im Dunkeln fürchten und ich wusste nicht, wovor. Thomas entschloss sich, nichts zu sagen und schlief stattdessen ein. Am nächsten Tag kam der dicke Kontrolleur. Ich möchte, dass du heute Abend zum Hafen fährst und dort etwas ziemlich Ungewöhnliches abholst. Was ist das? Wart's ab. Percy schob Güterwagen auf ein Abstellgleis. Henry kam mit seinem Güterzug. Der Signalsteller stellte die Weichen und Percy wartete auf dem Abstellgleis, bis Henry vorbeigedampft war. Dann gab es Ärger. Die Weichen klemmen, rief der Signalsteller. Ich kann sie nicht zurückstellen. Die Arbeiter müssen sie morgen früh reparieren. Jetzt ist es zu spät. Sagte Percys Lokomotivführer. Tut mir leid, Percy, aber du musst wohl hier übernachten. Und wo gehst du hin? Fragte Percy. Heim zum Essen, antwortete der Heizer. Percy war sprachlos. Er sah zu, wie die anderen Lokomotiven nacheinander ins Depot fuhren. Dann wurde es Nacht. Und Percy fühlte sich sehr einsam. Oh je, jammerte er vor sich hin, es ist sehr dunkel. Oh, was ist das? Es war nur eine Eule, aber das wusste Percy nicht. Wenn Thomas nur auch hier wäre, seufzte er. Thomas wartete auf seine geheimnisvolle Ladung im Hafen. Und plötzlich sah er etwas. Schlacke und Asche, rief Thomas. Das ist ein Drachen. Keine Angst, lachte sein Lokomotivführer. Das ist ein Papierdrachen. Den brauchen Sie morgen beim Karneval. Arbeiter hoben den Drachen auf Thomas' Tieflader und knipsten die Sicherheitsbeleuchtung an. Dann fuhr Thomas in die neblige Nacht. Percy schlief auf seinem Abstellgleis und hatte keine Ahnung davon, dass Thomas in seiner Nähe war. Hilfe! Schrie Percy. Ich mache meine Augen erst auf, wenn mein Lokomotivführer kommt. Am nächsten Morgen waren die Weichen repariert und Percy dampfte zurück zum Knotenpunkt. Gordon wollte gerade mit dem Schnellzug losfahren. Du errätst nicht, was ich heute Nacht gesehen habe. Gordon hatte keine Lust zum Raten. Ich bin eine vielbeschäftigte Lokomotive, ich habe keine Zeit für deine Spiele. Ich habe einen riesigen Drachen gesehen, der leuchtete überall. Gordon schnaubte. Du warst zu lange in der Sonne, deine Kuppel ist geplatzt. Als die anderen Lokomotiven die Neuigkeit hörten, lachten sie auch. Pass auf, Percy, kicherte James, sonst verschluckt dich der Drachen noch. Keiner glaubt mir, seufzte Percy. Vielleicht habe ich mir den Drachen ja auch nur eingebildet. Aber bald fand Percy heraus, dass es nicht so war. Hilfe! Rettet mich! Schrie Percy. Ist ja schon gut, pfiff Thomas und erklärte ihm das mit dem Karneval. Und übrigens, wie hast du im Freien geschlafen? Percy entschloss sich, Thomas die Wahrheit zu sagen. Na gut, sagte Thomas, vielleicht haben wir manchmal Angst, aber solange wir uns nicht fürchten, das dem anderen zu sagen, sind wir doch auch tapfer, oder nicht?